Ich darf noch auswählen. Geisel und Haus. Geisel ist ja super. Aber erst einmal hallo und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Und Läsion ist noch frei. Geil. Das ist die zweite Runde. Oh, einer mit dicken Minuspunkten. Das ist nicht gut. Wir sollten uns von Capcan jetzt fernhalten. Wenn das denn geht. Der hat C4 dabei. Geisel muss beschützt werden. Capcan scheint kein Mist zu machen. Noch nicht. Gut, die Mission ist klar. Wir müssen diesen Raum hier zumachen. Lieber hier, weil ich mich in die Ecke hocken werde. Aber hier neben uns wird schon auch jemand zumachen. Jawohl. Gut, Außenkameras müssen dann geguckt werden. Hier ein Schild aufstellen will ich eher nicht. So nicht. Aber die werden hier vielleicht auch sprengen mit Ash oder so. Könnte ich mir vorstellen. Oh, Baustelle. Bei der Baustelle spawnen sie. Okay, okay, okay. Da liegt schon der Capcan. Capcan, dann bringe ich hier keine Gummin an. Vielleicht haben sie EMP, Mann. Also drei Capcan für einen. Oh nein, da ist offen vor uns. So zwei, drei. Gummin um die Geisel rum kann gerade nicht schaden. Hier kommt keiner an. Oh, die haben Glas. Oh, oh, hoffentlich gucken wir nicht irgendwie raus. Kann so eine Gummine dem Glas nicht ins Auge springen? Das wäre viel besser. Da wollte jemand eine Granate werfen. Ich frage mich gerade, wie soll ich mich hinstellen? Vielleicht guckt irgendwie meine Hand blöd raus. Jetzt guckt vielleicht der Fuß raus. Au, 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 au. Ist alles nicht gut. Capcan löst aus. Glass, hau ab. Hi. Ich wollte gerade nachladen. Und wollte messern, aber da war ich gerade in der Nachladeanimation. Warum sind die so früh gestorben, die Teamkollegen? Wir hätten Kessel haben sollen, der hätte nämlich... Na gut, Sophia und Ash hätten aufmachen können, der hätte einfach die Fenster zumachen können, hätte gleich jetzt nicht mehr durchschießen können. Okay, die können jetzt auch Läsion nehmen. Ich finde, Läsion ist absolute Pflicht bei Geisel. Deswegen überlege ich gerade, EMP-Mann zu nehmen, zumal wir auch noch Termit haben, falls wir die Garage aufmachen müssen. Wobei Garage und Geisel, geht das überhaupt? In dem Waschraum, da geht, glaube ich, Geisel. Da müssten wir über die Garage rein. Also Geisel geht hier auf jeden Fall im Hauptschlafzimmer. Geisel geht auch unten beim... direkt darunter, im Esszimmer, wo der Tisch umgeschmissen ist. Mit der Luke vorm Hauptschlafzimmer. Dann meines Erachtens auch im Waschraum. Arbeitszimmer, das sind ja schon vier Positionen für Geisel, die sind hier unten. Kamerafrau, Frau Frost, da ist die Geisel. Die Geisel wurde lokalisiert. Das war, glaube ich, Echo, ja. Und Ali, Maestro haben sie. Gut, wir haben Termit. Die haben noch nichts zum unten die verstärkten Wände sichern. Zwei Fragezeichen noch. Bandit, Kite, Störsenummern. Hauptsache Termit und wir überleben jetzt. 5 Sekunden bis vorzugsweise Termit, denn wenn sie nichts zum Stören haben, dann muss Termit ja aufmachen. Geisel gesichtet. So. Wo ist Termit? Wo ist Termit? Termit mitkommen. Oh, hier ist offen. Wenn ich da jetzt was anbringe, dann sterbe ich da. Ich
will lieber hier aufhaben, weil dann können wir hier auf die Tür gucken. Die anderen beiden laufen schon. Warum wollen wir denn da rein? Ist doch beknackt. Was wollen wir denn bei der Küche im Treppenhaus da? Ich könnte mich ja ranschleichen. Hoffentlich haben die nicht Herzschlag, weil dann wird es böse werden. Ich mache jetzt hier auf. Toll, 3-5 war echt super da, Leute. Lademagazin. Irgendjemand ist rausgegangen. Zwei blaue. Das blöd ist, da oben hören wir jetzt nicht mehr, wenn jemand rausgeht. Das Feuer ist blöd, Maestro lebt auch noch, da ist ein böses Auge da hinten. Da war gerade die Echo-Drohne, ne? Hm. Kacke, kacke, kacke. Ah, oh, dieser Polizeifunk nervt. Der macht nämlich Lärm. Maestro lebt immer noch. Sprengladung scharf. Die Drohne ist aktiv. Bin hier ganz auf mich allein gestellt bei der Garage. Ist gerade nicht schlimm, aber. Hm. Hier ist niemand. Auf dem Auto. Auch nicht schlecht. Der Typ lebt halt noch, das ist das Problem. Ich könnte eine EMP werfen, wenn es mir zu bunt wird. Der kann jetzt sehen, wo ich bin und kann hier durchschießen. Da war jemand. Waren das unsere Leute, die da oben aufgemacht haben? Kein Bock mehr auf den Mist. Temporär wird das Ding jetzt deaktiviert. Böses Auge deaktiviert, Kamera deaktiviert. Machen meine Teamkollegen was? Hier hinten war eine Lücke, ne? Ja. Das böse Auge kann mich treffen. Wenn es mich sieht. Die Reichweite passt. Hoffe ich, dass ich jetzt nicht... Oh, jetzt nehme... Oh, stimmt, Matten. Okay, weiß ich Bescheid. Mist. War ich jetzt offensiv? Ich hätte noch mit der Drohne gucken können. Na, wir haben es verloren. Eine Matte gelatscht. Mhm. Aber hätte ich die nicht noch... Oh. In der Kamera gesehen. Ach nee, der Letzte ist gestorben, der dem wieder aufhelfen hätte können. Mhm. Naja, verloren ist verloren. Warum mussten die auch in der ersten Runde... In der für uns ersten Runde so früh sterben. Wir machen aber nicht mit der Folge an dieser Stelle Schluss. War ja bloß eine angeknabberte Runde und nur zwei Runden. Insofern bleiben wir dran, aber wir werden nicht weiter mit dem Team spielen. Einfach so. Hab mal geguckt, hab das mal eingegeben. Road to Six Invitational 2019. Da kommen haufenweise französische Seiten und damit kann ich nicht viel anfangen. Aber es ist irgend so ein Spielevent von Ubisoft von Rainbow Six Siege. Und währenddessen das läuft, schätze ich einfach mal, kann man dieses herauspicken und einen Operator bannen. Mal ausprobieren. Bereich sichern. Yacht. Hm. Ich denke gerade noch über die letzte Angriffsrunde nach auf Haus. Wir mussten in den Keller gehen, Garagenebene,
Und ganz oben im Bad war ein Verteidiger. Der hat zwei Stockwerke auf sich genommen. Nur in der Hoffnung, es kommt jemand bei der Garage an, weil er sieht, ah, da ist nicht komplett verstärkt. Oder er wusste das gar nicht und wollte da sowieso jemand abgreifen. Und ist da oben raus, um uns umzubringen. Ich würde solche Aktionen nur machen, wenn ich mir ganz sicher bin, wo gerade ein Gegner steht. Definitiv nein. Für Langlader habe ich Verständnis. Ging mir ja im ersten Drittel ja Rainbow Six Siege genauso. Also ich müsste irgendwie eine Sicherheit haben, wenn ich jetzt da rausgehe, weiß ich genau, hinter dem Auto zum Beispiel bei Haus unten steht jemand und ich kann auch ziemlich schnell, ohne groß mich zu orientieren, sagen, ja, dahin muss ich hinziehen, damit ich den bekomme. Oh, happa, happa. Ey, gib was ab. Der steht voll drin. Der hat da gestöhnt. Das war jetzt Twitch. Ich habe schon so oft Gegner hier hocken sehen, wo wir gerade sind. Das habe ich, glaube ich, noch nie ausprobiert. So, der einfachste Trick überhaupt. Kamera nicht treffen. Es bleiben 5 Sekunden. Hier eine Matte hinlegen. Bau auf. Die Gegner haben, wir überhaupt mobile Schilder? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich depp. Ja, hinten andere Seite. Könnten mit Fuse ankommen. Jetzt lauern unsere Leute da zu zweit. Ach hier, das ist dieses Invitational Outfit von Ash, ne? Da war Fuse. Die Frisur habe ich wieder erkannt. Das ist Twitch. Hier will ich nicht zu haben. Hier will ich notfalls reingehen können, falls der Raum gerade gestürmt wird. Und ich will auf das Fenster hier zugreifen können. Ah, ungern zerstöre ich so einen Spielautomat, aber der nervt. Keine Ahnung, wer das war. Jetzt hoffentlich aus. Platziere Stacheldraht. Ash ist schon weg. Ich würde gerne noch mehr gegnerische Operatoren kennen. Ist die Luke neu? War die schon immer da? Hier oben? ...52 noch. Oh, das ist ein Maverick-Loch, oder? Oh. Hier ist jemand, hier nebenan. Ist alles bloß Pappe, wo ich hier davor stehe. Da bringt jemand was an. Hier reinkommen. Ah, ein 1 gegen 1. Ich mache den Kopfhörer immer noch lauter. Jetzt rennt es, glaube ich, nach rechts. Wenn es links was aufmachen würde, da rein will, muss es ja erst was aufmachen. Das höre ich. Vielleicht rennt es rein und dann die Matte. Jetzt rennt es irgendwo nach links. Fragezeichen, ist das Termit? Es bringt irgendwas an. Nur eine einfache Sprengladung. Vielleicht kommt jetzt gar nicht da an und will mich bloß ablenken.
Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weitere so, nicht mit Frau Frost. Gegner eliminiert. Mission erfolgreich. Ich finde das Nachladegeräusch übrigens sehr toll von der Waffe von Frau Frost. Und überhaupt, das Schussgeräusch finde ich auch nicht verkehrt. Eine sehr, sehr tolle Waffe. Okay, oh, schon ausgewählt alle. Die haben EMP-Mann. Eigentlich wollte ich jetzt IQ nehmen, weil es wieder ziemlich hell ist. Aber wenn die hier verstärken, wir spielen Bereich sichern, da wird man mit allen Verstärkungen so einen Raum zubekommen, außer Küche. Bereich sichern, Küche, geht das? Auf jeden Fall nehmen wir was zum verstärkte Wände aufmachen. Das nächste Mal lege ich die Matte da, wo Ash... Ne, Ash war schon tot. Wo der letzte Gegner reingekommen ist, auf die andere Seite. Wenn jemand durch die Tür kommt, dann geht er dahin auf die andere Seite. Tendenziell eher. Die sind nicht hier, wo wir waren. Oh, wobei, hier ist Lärm. Ist nebenan. Also lieber lege ich denn hier was hin. Die sind unten bei der Küche, oder? Da ist Troy, ja. Oh, Frau Frost. Luke, Luke, Luke. Ein Fragezeichen ist noch. Mira. Tschüss. Es ist so hell hier. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Achso, hier sind wir. Du brauchst Deckung? Du hast doch ein Schild dabei. Diese Knicklichter da. Ah, die Thermitwaffe klingt auch sowas von genial. Oh. Schon kaputt. Gut, wir müssen in die Küche. Jetzt sehen wir mal zu, dass wir hier überleben. Also Frau Frost, mal aufpassen. Herzschlagmann sollte man auch irgendwie sich vor Augen führen, dass die den haben. Ansonsten, ihre Fenster sind sowieso unangenehm. Herzschlagmann ist schon weg, das ist gut. Deckung geben, ich lade nach. Na, ich gebe Deckung in den Gang da hinten oder da hoch. Habt ihr die Kamera hier oben schon? Also ich gucke Treppe und Gang und sehe irgendwie noch was zu unserer Rechten, wenn die da die Treppe hochkommen sollten. Bringt mir jetzt nichts, wenn ich da jetzt mit reingehe. Dann kann ich genauso schnell erwischt werden. Deswegen gehe ich hier lieber auf Abfangkurs. Man kann hinten noch hochgehen, deswegen könnte hier jemand runterkommen, auch wenn er jetzt noch nicht da ist. Solange wir noch so viele Leute hier herumhampeln haben, gehe ich noch nicht rein. Ich decke da lieber ab. Jetzt zwei, da wird wohl keiner mehr rumrennen. Wobei, jetzt vielleicht erst recht. Jetzt ist, glaube ich, die Kamera oben kaputt gegangen über dem Treppenhaus, unserer rechten. Jetzt sagt sich einer, jetzt müssen wir irgendwas riskieren, ansonsten letzte verlieren wir das. Der letzte wird wohl nichts mehr riskieren. So, ich könnte mal ein paar Kunstmatten wegmachen. Mann, ich hab's nicht eindeutig gesehen. Ehe ich jetzt anfange zu schießen. Zu schießen und jemanden bloß anschieße oder daneben schieße und ihm sage, hier, da bin ich, warte ich lieber auf eine eindeutige Schussposition. Rennt blitzen in die Willkommensmatte rein. Ich tendiere gerade zwischen Grabschfrau, Frau Frost und Ella. Frau Frost gewinnt. Wie heißt das Ding nochmal? 9mm... Was? Die Waffe von Frau Frost. Aber da sie ja bloß zwei Waffen hat, diese hier oder eben... Die Sup... Nein? Doch, die Super 90. Die Spaß hat ja, Kamerafrau.
ist die Wahl sowieso ganz einfach. Ist, glaube ich, die einzige Waffe mit einem angewinkelten Griff, weil... sonst ging hier, glaube ich, nichts anderes dran. Hm, guck dir das drüber hinaus, aber hey, was soll's? So, welcher ist denn das, der hier leer macht? Der mittlere ist der einzige Beleuchtete. Mal gucken, ob er gleich noch leer macht. Hier passen wir auch noch dazwischen. Macht jemand die Luke oben zu? Das wäre mir noch ganz wichtig. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Es bleiben 10 Sekunden. Wenn die Chakar haben, freut er sich über unsere Fußabdrücke, aber hey, was soll's? 5 Sekunden. Es war im Nebenraum, okay. Kacke, wir müssen noch runter, wir müssen noch Kameras die gucken. Der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Hoffentlich schaffen wir es noch runter. Ich hab wieder nicht geguckt, ob jemand mobile Schilder hat. Die andere Außenkamera ist noch ganz. Das ist bloß Eisknacken. Ich gehe jetzt erstmal runter. Warum haben wir hier die Luke zugemacht? Verstehe ich nicht. Guck, Capcom, ob ich auch wirklich mitkomme. Jetzt haben wir da wieder zugemacht. Stacheldraht platziert. Oh oh. Uns gegenüber ist ein Fenster da. Hier geht nichts mehr wegen des Stroms. Hat er mich gemessert, weil er aufschlagen wollte. Scheiße. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Der hat nicht gewusst, dass ich da bin. Glaube ich nicht. Scheiße. Der hat sich jetzt gefreut. Der Schwarzbart lebt noch, der bringt noch einen um. Vielleicht haben wir Glück, es rennt noch jemand in der Matte. Zwei liegen ja noch. Kacke, ey. Hallo, ihr beiden. Da weiß jemand, dass Kerchenmann oben ist. Die Kamera haben sie gleich kaputt gemacht. Gucken, ob dem jemand nachgeht. Da bleibe ich mal hier für den Fall der Fälle. Oh, die sind beide oben. Leute, runter mit euch. Runter. Nummer 1. Der stirbt jetzt beim Untergehen, das schaffen wir niemals. Der wird jetzt auch umgebracht. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Oh, er schafft jemanden. Ach nee, Teamkollege bringt Teamkollegen um. Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Ja, jetzt sehen wir das Elend. Es war einfach nur unglücklich. Der hat an der Waffe gehabt, was wir gerade kaputt gemacht haben. So eine Slotmaschine. Ja, wird eine lange Folge. Haus die 2 Runden, jetzt die 3. Vielleicht wird es sogar noch eine 4. Ich warte wieder ab, was meine Teamkollegen nehmen. Ibana, okay. Sollten wir trotzdem noch EMP mal nehmen? Wir spielen ja immerhin Bereich sichern. Nö. Ich behalte weiter mal das 552 Kommando. Ich könnte jetzt jede Partie da wechseln, fröhlich und munter, aber dann kriege ich ja kein Gefühl für die Waffe. Ich denke mal, ich spiele jetzt immer jede Waffe so eine Aufnahmesession. Und dann wechsle ich die mal wieder. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. So, hier ist gleich eine Kameraeinfahrt. Okay, diesen... oben, Bereich sichern, geht das? Ich meine, es ist oben. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Es war unten im Bootsraum. Einsatz in 10 Sekunden. Ich bleib mal hier oben. Einsatz in 5 Sekunden. Dort sterbe ich nur. Oh, Gabschrau. Jawohl. Noch identifiziert, das ist sehr wichtig für meine Teamkollegen. Ich hoffe, die haben das mitbekommen. Nein! Oh Mann. Also Kapkamin können wir schon mal sehen. Herzschlag mal im Grunde auch, wenn er gerade
mit seinem Spielzeug spielt. Nee, ist doch nicht der Bootsraum. Hab jetzt Respekt vor Fenstern. Ist doch Bootsraum. Das ist das letzte Stockwerk vor. Scheißkerle. Oh. Ey. Nicht so weit herumbrezeln. Was mache ich denn? Hä? Das bringt mich gleich um. Nur noch ein Gegner übrig. So. Was gab's vor? Oh nee. Kapkan. Das kann ja was werden. Auf Kapkanmin achten, natürlich auf den Kapkan auch noch. Ich weiß nicht, wen die noch hatten. Matten? Hier ist doch jemand rein, ne? Der könnte uns sehen von der Luke aus. Oh, oh. War das jetzt unten oder oben zu hören, das Geräusch? Wir machen was ganz anderes. Hat er jetzt geguckt? Kapkamin. Vielleicht auch Willkommensmatten, wer weiß. Er darf jetzt nicht meine Drohne bemerken. Da bemerkt jemand meine Drohne. Hoffentlich denkt er jetzt, ich bin im Treppenhaus. Oh, ich habe gar nicht auf die Kapkamine geachtet. Ah, ist auch verstärkt. Ich Trottelkopf. Mal lauschen. 15 Sekunden. Feindlich. Mit Sicherung des Bergs. Ah, scheiße, zu schlecht. Sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Eigener Druck neutralisiert. Hat aber auch nicht gut getroffen. Er wäre fast leer gewesen. Aber ich war schlechter. Jetzt gibt's gar noch eine Runde 5. Mega, super, duper lange Folge. Oh, wir sind nur noch zu viert. Nein. Ach, Leute. Warum geht denn jetzt jemand raus? Jetzt wird es so gerade interessant. Falls die Strom haben, nehme ich lieber EMP-Mann mit. Wie ich zuletzt ab und zu mal nicht schnalle, dass da verstärkt ist. Ich gedenke da an Freizeitpark. Gut, das war sehr schwer zu erkennen. Als ich mit Ash da schon wieder gesagt habe, auch Ubisoft. Oh, Entschuldigung, Ubisoft. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Naja, 4-5 ist jetzt nicht so schlimm. Kann man trotzdem noch wuppen. Die Drohne ist weg. Okay, dann wissen wir schon mal, dass die eine Etage höher sind. Oh. Ja, hier komme ich nicht durch. Das ist in der Küche, Frau Frost.
Was soll die denn da anbringen, ne? Verstärkung? Ach, kugelsichere Kamera. Ubisoft, da ist der Bereich. Ubisoft. Noch 10 Sekunden. Der Behälter, ich fasse es nicht. Noch 5 Sekunden. Wissen bestimmt alle aber, sicherheitshalber. Ach, Ubisoft. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Findet den Biogefahrgutbehälter. Das stimmt. Okay. Also ich weiß schon, wo ich hin muss, weil ich die Karte kenne, aber das Problem ist, vielleicht haben wir jemanden dabei, der sich hier noch nicht so gut auskennt. Oder generell zur Orientierung kann es nie schaden, so eine Markierung zu haben. Im Eifer des Gefechts. Ihr habt den Biogefahrgutbehälter gefunden. Weiter gut. Zu deiner Position. Das war hoffentlich die Außenkamera. Ist doch ein... ist eine Verarsche. Ich habe schnell bemerkt, dass das Alibi ist. Nein, da war noch jemand. Oh. Ah, die ist schon kaputt. Gut. Oh. Das war der Teamkollege. Warum? Ich wollte schon sagen, warum schießt er auf den? Dem traue ich jetzt irgendwie zu, dass das nicht gewollt war. Echo haben sie also noch. 3 gegen 2. Habt ihr die Kamera eigentlich schon hinter euch kaputt gemacht? Generell könnte da jemand hochkommen. Ja, die ist schon kaputt. Da ist eine kugelsichere Kamera links. Nicht zu sehr ablenken lassen von Yokai, aber um Yokai sollte man sich schon kümmern, weil Yokai ist richtig mies, weil der Effekt hält richtig lange an. Könnte auch sein, dass jetzt Echo einfach im Keller hockt, währenddessen er hier herumeimert. Gefällt mir gar nicht. Kann meinen Leuten nicht helfen, weil keine Drohne mehr unterwegs ist. Ah, die lassen sich ganz schön aufhalten. Nur noch 1,30. Da liegt eine Matte. Habt ihr das gesehen? Neben der Tür? Links? Einfach jetzt mal nach vorne gehen, ansonsten wird das gar nichts mehr. Die haben noch insgesamt 3 Leute. 2. Da macht er seinen Teamkill so langsam wieder gut. Blitz ist gerade unter Beschuss von dem, der nicht Echo spielt. Und Echo ist halt in Yokai drin. Deswegen musste jetzt irgendwas machen, der Teamkollege hier. Achtung, Mathe. Echo liegt bestimmt im Raum hier links. Willkommensmatte. Na, Blitz, dann mal los. 27 Lebenspunkte, das geht bestimmt gut aus. Schade. Ist Westmann, der andere ist halt. 7 Lebenspunkte, wenn er noch eine Kontaktgranate wirft, dann war's das. 15 Sekunden übrig. Das wird nichts mehr. Eigener Druck getötet. Schade. Mann, ey. Hat uns Schwarzbart gemessert, als wir gerade eine Willkommensmatte aufstellen wollten. Kann doch nicht wahr sein. So, jetzt hat die extrem lange Folge aber auch mal ein Ende. Und vielleicht für die nächste Folge auch wieder etwas länger oder kürzer. Und bis dahin, macht's gut und tschau, tschüss.